Liebe, liebe Familie, willkommen zum Input der Woche 59. Ein Bild der näheren Zukunft der Liwi wird entstehen. Bleibt dran. Kirche Lindenwiese, das sind wir. Menschen aus der Region, bodenständig und von Jesus begeistert. Gemeinsam üben wir Gottes Liebe in der Kirche ein und wollen sie im Alltag leben. Daniel, wir sind inzwischen bei Input der Woche 59 angelangt und ich finde es genial, wenn ich zurückdenke, hätten wir wahrscheinlich keine 59 Inputs ohne Corona gemacht. Auch eine gute Frucht, die da entstanden ist von Corona. Aber es ist ja nichts Thema. Was ist das Thema heute, Daniel? Ja, heute geht es um Schritte der Öffnung. Wie gehen wir weiter? Wie stellen wir uns der Herausforderung, die jetzt vor uns liegt? Wir wollen möglichst schnell wieder möglichst viele Leute hier haben, um gemeinsam Gottesdienst zu feiern, Gemeinschaft zu erleben, einfach wieder in einen, sag ich mal, in einen Kirchenmodus zu kommen, der mehr Begegnung, mehr Gemeinschaft, mehr Nähe ermöglicht. Ja. Das heißt, es geht heute speziell um den Gottesdienst. Ich würde sogar mehr sagen, es geht um den Sonntagmorgen und die Veranstaltung Gottesdienst ist ein Teil davon. Aber es geht um auch die Begegnung, die Gemeinschaft, das, was davor und danach passiert. Ja. Könnte man natürlich auch sagen, ist ja schon Gottesdienst, gehört zum Gottesdienst. Ja. Aber es geht schon um das, was hier am Sonntagmorgen passiert. Ja. Also ich erinnere mich an das Jesuswort, wo er sagt im Matthäusevangelium, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Also die Versammlung der Gläubigen ist mehr als die Summe der Gläubigen. Also das Potenzial ist mehr, weil Jesus seine Gegenwart verheißen wird. Das heißt, dass keine Versammlung haben, nicht miteinander Gottesdienst feiern, da geht ein Stück weit Jesus verloren, oder? Ja, ich wäre jetzt vorsichtig zu sagen, das passiert nicht, wenn wir uns digital treffen. Ja. Ich glaube, das passiert da auch, aber das hat natürlich eine andere Qualität. Ja, genau. Das glaube ich wirklich. Ja. In der Begegnung, im Miteinander hier sein, hat das nochmal vielleicht eine höhere Dichte, die Jesuspräsenz. Ja, das glaube ich auch. Man begegnet einander, sieht einander, man schaut sich in die Augen und das ist was ganz Wertvolles. Man berührt vielleicht einander wieder. Also wir haben entschieden. Was haben wir entschieden, Daniel? Wir haben entschieden, wer wir ist und wie man so eine Entscheidung trifft. Dazu musst du nachher aber noch was dazu sagen, sonst klingt das jetzt ein bisschen arg komisch. Ja. Aber wir haben entschieden, dass wir ab 18. Juli am Sonntagmorgen probeweise zwei Gottesdienste hintereinander fahren. Der erste von 9.30 Uhr bis 10.45 Uhr und der zweite von 11.15 Uhr bis 12.30 Uhr. Also zwei Gottesdienste, zwei identische Gottesdienste, jeweils eine Stunde und 15 lang, je nachdem. Und wir Prediger sind ja da sozusagen einer der Faktoren, die dann dafür sorgen müssen, dass das gelingt. Aber im Grunde dieselben Gottesdienste. Einer wird gestreamt und einer hat noch hat die ganze Kinderkirche dabei, sodass wir da eigentlich im alten Modus sind, aber auf zwei Gottesdienste verteilt. Also das war eine Grundsatzentscheidung, die haben wir getroffen, nicht wir zwei. Die hat nicht mal die Gemeindeleitung getroffen, sondern die Gemeindeleitung hat vorausgedacht und entschieden haben die Teamleiter, sind über 30 Leute gewesen, sind die Teamleiterinnen und Teamleiter, mit denen haben wir das Ganze besprochen und letztendlich dann auch entschieden und die haben uns noch wichtige Impulse mit auf den Weg gegeben, dass das Ganze wirklich auch gewinnbringend ist und dass wir einander und Jesus begegnen können, wieder viel intensiver als im Livestream. Was sind so die Gründe und Vorteile von dem Ganzen, Daniel? Ja, da gibt es wirklich viele Gedanken dazu, die uns da ja bewogen haben, auch das mal überhaupt vorzuschlagen, diese Idee. Also zunächst mal das naheliegendste Thema, das wir hier haben, ist Platz. Wir haben nach wie vor die Abstandsgebote und meinen, dass uns die wahrscheinlich auch noch relativ lang erhalten bleiben. Also das heißt, wir müssen hier garantieren, dass Menschen nicht zu dicht aufeinander sitzen. Möchten aber gleichzeitig, dass möglichst viele kommen und sind limitiert am Platz. Und wenn man einfach die Veranstaltung zweimal macht, haben wir einfach schlicht doppelt so viel Platz. Das ist ganz profaner Grund. Und wir haben jetzt natürlich ein Jahr hinter uns, die Lindenwiese kennen, wissen, hier gibt es noch ein Freizeitheim. Das war jetzt ein Jahr oder noch länger inaktiv. Ja. Wir waren immer nur wir da.
Aber ab Juli, so wie es aussieht, haben wir plötzlich wieder Gäste. Da haben wir dann 80, 100 Leute, die noch zusätzlich da sind. Das heißt, wir haben auch keine Räume, wo wir ausweichen können und eine Übertragung machen oder wenig Räume, weil das sind ja dann wieder andere Gruppen, die auch Platz brauchen. Ja. Das heißt, jetzt ist die Situation auch am Sonntagmorgen noch halbwegs entspannt, aber sobald die Gäste wieder kommen und wir wollen, dass die Gäste wieder kommen, die sollen kommen ins Freizeitheim, dann brauchen wir Platz. Mhm. Und der Platz ist limitiert und mit dieser Maßnahme schaffen wir mehr Raum. Das ist das, sage ich mal, das ist das naheliegende Argument. Kurzfristig, mittelfristig auch, langfristig ermöglicht uns es aber auch mehr Wachstum. Also wir haben ja dann, die Möglichkeit, dass noch mehr Menschen kommen können, was wir wollen. Wir wollen ja mit möglichst vielen Menschen gemeinsam Gott anbeten und unseren Glauben feiern. Ja. Das wäre das erste Argument. Das zweite, wenn wir das aufteilen, wenn wir einen Gottesdienst haben, den wir streamen und einen, den wir sozusagen analoger gestalten, dann können wir beides gescheit machen. Mhm. Als Prediger wissen wir das ja. Ja. Die schwierigste Phase war nicht, als es nur einen Livestream gab oder nur einen analogen Gottesdienst. Die schwierigste Phase war, wenn es in etwa ausgewogen ist. Und wenn man dann nicht weiß, wenn man alle irgendwie bedienen will, sowohl die vor Ort sind, wie auch die zu Hause sind. Ja. Und so könnte man sagen, es gibt einen Gottesdienst, der ist ganz klar, der ist dunkel, Rollos sind unten. Da laufen Leute rum mit Kameras. Der wird relativ laut sein. Und wenn es noch der schönste Sommertag ist, da bleiben die Rollläden zu. Und jeder kann sich ja entscheiden, komme ich zum digitalen, zum gestreamten Gottesdienst oder nicht. Wer zum digitalen kommt, der läuft natürlich Gefahr, dass er gefilmt wird. Oder er hat die Chance, dass er gefilmt wird. Das bewertet man ja auch unterschiedlich. Geht ja auch in beide Richtungen. Auf der anderen Seite haben wir dann aber auch einen kamerafreien Gottesdienst. Ja. Und das ermöglicht uns natürlich auch wieder ganz andere Dinge. Ja. Da kann man wieder mehr Nähe zulassen. Ja. Da kann man vielleicht auch ungeschützter Dinge sagen. Gebet und Segnung ist an der Stelle mehr dran. Das müssen wir schauen. Natürlich bleibt das alles eine Probephase, aber die Idee wäre schon, dass wir dann beides richtig gut machen können. Nach wie vor mit einem Livestream mit einer hohen Qualität, die sich weiterentwickelt und gleichzeitig aber auch wieder ein Gottesdienst sehr geerdet und natürlich zu machen. Das ist eigentlich so das zweite Argument. Und das dritte Argument ist natürlich, wir haben eine höhere Flexibilität. Mehr Angebote ermöglicht allen auch selber zu sagen, ich schlafe noch länger oder ich kann wieder früher weg und kann dann noch kochen. Es ermöglicht sogar, wenn es die familiäre Situation zulässt, unseren Mitarbeitern von der Kinderkirche, dass sie erst ihren Dienst machen und je nachdem, wie sie natürlich auch mit eigenen Kindern unterwegs sind, aber dann noch selber in den Gottesdienst gehen. Mhm. Über Jahrzehnte war das eine Riesenspannung. Wir wollten die Leute in der vollen Kanne im Kindergottesdienst nicht zu sehr einspannen, weil sie erleben dann den Gottesdienst nicht mehr mit. Das geht jetzt. Ja. Oder würde gehen. Ja. Das begeistert mich auch, diese Option noch. Also das sind ein paar der Vorteile, die wir da sehen. Das heißt, der Kindergottesdienst wäre nicht in beiden Gottesdiensten, würde nicht ein Kindergottesdienst angeboten werden, sondern in einem. In einem. Das ist im Moment natürlich alles unter Vorbehalt, ist alles eine Probephase. Genau. Aber jetzt im Moment läuft ein Prozess oder wird ein Prozess gestartet, da überlegen die volle Kanne-Leiter gemeinsam mit den Eltern, welchen Gottesdienst sie nehmen, den frühen oder den späten, aber werden sich dann entscheiden und für den Gottesdienst wird ein Kinderprogramm angeboten. Also die Würfel sind gefallen. Es soll probeweise zwei Gottesdienste geben. Die Gestaltung, auch Uhrzeiten, die sind noch im Prozess, wie das Ganze genau ablaufen soll. Ja, also es gibt schon relativ klare Konturen, aber wir möchten uns natürlich auch vorbehalten, wenn jetzt sich noch was ändert oder gewichtige Einwände kommen, dass man es nochmal ändert. Ja, ja. Aber im Moment gehen wir davon aus, 9.30 Uhr beginnt der erste Gottesdienst und um 11.15 Uhr der zweite. Ja. Und wir halten uns an die Zeit und dann schaffen wir das. Ja. Das kriegen wir hin. In einer Stunde 15 einen guten Gottesdienst ohne Hektik. Also ich konnte mir bisher zwei Gottesdienste relativ schwer vorstellen. Und seit ich Erfahrungen gemacht habe mit zwei Gottesdiensten, also ich war an verschiedenen Orten, zweimal predigen, das war irgendwie eine ganz tolle Erfahrung. Eine Predigt, Pause, nochmals die Predigt und die Dünnstellen kann man ausmerzen, neue Fehler machen, aber insgesamt wurde es runder und war eine tolle Erfahrung in Bachenbülach, wo Dan Schürch herkommt, habe ich es erlebt, war wirklich ganz, ganz wertvoll. Ja, das aber war für dich, glaube ich, entscheidend, gell? Diese Schlüsselerfahrung. Ich habe auch mit den Mitarbeitern geredet und habe gedacht, boah, ist voll krass und die Musiker und die haben mir gesagt, hey, das macht Spaß zweimal, es hat ihnen Freude bereitet.
Und man hat sie ihn abgespürt. Der zweite Gottesdienst war wie auch ein bisschen gelöster, war entspannter, hat man einen Eindruck gehabt. Und einer wurde auch gestreamt, nämlich der zweite in Bachenbülach. Und der andere war einfach für Leute, die den Gimbel nicht so gern sehen und das ganze Kameragedöns nicht so mögen. Die Musik vielleicht ein bisschen leiser. Es war eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Und deshalb kann ich es mir vorstellen, dass das wirklich... wäre fast geneigt zu sagen, der Brüller wird bei uns, wirklich gut wird. Und ich freue mich drauf, auch zweimal zu predigen am Sonntag, die Zeit einzuhalten. Jetzt haben wir ein bisschen viel Zeit, nehmen wir uns manchmal, was auch gut ist, aber auch Nachteile hat. Daniel, die Teamleiter haben uns zur Thematik Mitarbeiterinnen, Mitarbeitern was ans Herz gelegt. Da muss man jetzt selber auf die Sprünge genau. helfen. Also ich meine, das Thema Mitarbeiter ist natürlich, das war ja schon immer unsere Sorge. Darum waren wir ja auch lang so zögerlich, zwei Gottesdienste zu machen. Wir zwei werden bezahlt, aber der Rest macht es ja ehrenamtlich. Und jetzt schon mit so einem hohen Engagement. Und die Sorge war ja schon, wie können wir das gut machen, dass es für niemanden eine Extrembelastung wird. Oder natürlich, wir müssen uns herausfordern. Wir müssen ja immer wieder Neues wagen. Ja. Das gehört zum christlichen Glaube dazu. Ja. Aber es soll auch niemand überfordert werden. Und viele sind ja unter der Woche extrem eingespannt. Ja. Dem wollen wir schon Rechnung tragen. Genau, das waren die Bedenken. Überfordern wir die Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter. Und wir wollen da natürlich sehr drauf achten. Auch die Teamleiter sind angehalten, darauf zu achten. Aber es macht auch Spaß, Neues zu wagen, auszuprobieren, exzellente Arbeit abzuliefern fürs Reich Gottes und sich voll reingeben. Wir hatten gestern Abend ein Treffen von den Lobpreisern allen zusammen. Und da kam keine Widerrede. Die haben nur gesagt, eine Chance auch vielleicht neu zu proben, anders zu proben. Wir sind auf jeden Fall dabei und die betrifft es am intensivsten. Und ich habe mich riesig gefreut, dass die Leute einfach aufspringen und sagen, okay, wir wagen es. Wir sind mit dabei und wir gestalten diese beiden Gottesdienste mit Herzblut. Ja. War für mich eine tolle Erfahrung. Das ging mir auch so. Also überall, wo wir das ja auch mit den Mitarbeitern besprochen haben, war eigentlich die Rückmeldung jetzt nicht überall Euphorie, aber doch, das könnte sein, dass es dran ist. Genau. Da wird jetzt niemand auch gegen seinen Willen zu irgendwas genötigt. Natürlich, ja. Und es ist ja eine Probephase. Ja. Ich habe so das Bild von mir, manche sagen ja, wenn die zwei Gottesdienste sind, da gibt es so eine halbe Trennung zwischen den einen und den anderen. Und ich habe so das innere Bild von mir, dass wenn hier alles neu gestaltet ist, das Foyer größer ist und der alte Saal dazukommt, Cafeteria neu ist, dass die Leute kommen im ersten Gottesdienst und dann hier verweilen und sitzen bleiben und dann kommt der zweite Schwung nach dem zweiten Gottesdienst und dann gibt es ein großes Hallo und Begegnungen draußen. Ich träume da davon, dass dann ganz viele Leute sich hier versammeln, Gott erleben, miteinander sich erleben, Gemeinschaft, Gott erleben, bodenständig vom Himmel inspiriert und wirklich gestärkt nach Hause gehen und sagen, diese Woche werde ich Jesus nachfolgen und ich werde mit meinem Arbeitskollegen drüber reden. Ich bin so erfüllt von der Liebe Gottes, habe ich hier getankt auf der Linnwiese. So ein Bild, das ich in mir trage und ich hoffe, dass es Wirklichkeit wird. Ja, da geht's dir damit? Da bin ich ganz bei dir. Du hast ja vorher von deiner Schlüsselerfahrung berichtet, selber in zwei Gottesdiensten gepredigt zu haben. Für mich war eigentlich ein Schlüsselmoment der ganze Bauprozess, der sehr intensiv läuft im Hintergrund. Und als dann definitiv klar war, die Behörden erlauben uns keinen Kirchenanbau jetzt für die nächsten 3 bis 4 Jahre. Ja. Aber sie gestehen uns einen Anbau für Gemeinschaft zu. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, dass das jetzt quasi alles Gott war, aber für mich war es doch eine Art Führung oder ein Signal. Mhm. Wir kriegen, also Kircherweiterung geht nicht, aber Gemeinschaftsflächenerweiterung wird uns zugestanden oder wird uns ermöglicht. Und damit ist das genau, eigentlich wird die Grundlage gelegt, genau da dafür. Ja. Und da bin ich ganz bei dir. Ich war gestern auf dem Kirchenschiff, habe die Andacht gemacht, mitten im Gastrobereich. Das war auch ganz fantastisch zu sehen. Da sind Leute, essen, trinken. Wir sind mittendrin, ganz natürlich, feiern da unseren, reden über unseren Glauben, reden über das Vaterunser. Ja. Und so ähnlich geht es mir wie dir, stelle ich mir das auch vor. Wir sind hier miteinander, einer kommt früher und redet und man ist im Gespräch, dann geht man in den Gottesdienst rein, geht wieder raus, andere kommen raus, setzen sich hin, setzen sich dazu. So ganz ungezwungene Atmosphäre und ein Gottesdienst ist eigentlich ein ganz natürlicher Teil von dieser ganzen Sonntagmorgen-Erfahrung. Ja. Und der Gedanke, hier intensive Gemeinschaft, gleichzeitig
Kirche im Wohnzimmer, qualitativ hochwertig, genau. Durch den Livestream, finde ich genial. Wir sind präsent dann hier, genau. Aber auch in den Wohnzimmern mit sehr guter Qualität, mit unserer DNA, bodenständig vom Himmel inspiriert. Ich stelle mir das genial vor und ich habe manchmal den Eindruck, es kann zu einer Explosion vom Guten führen hier, nämlich dass Jesus in den Wohnzimmern ist, hier ist, Menschen inspiriert werden und viele Menschen Jesus noch nachfolgen und es besser wird, noch besser in unserer Region, weil Jesus Menschen neu macht. So eine geniale Vision. Endlich sind wir in den Wohnzimmern draußen. Ja, absolut, absolut, ja. Fast hätte ich gesagt, dank Corona, klingt ein bisschen makaber, aber hat uns vieles ermöglicht, nach vorne gebracht. Gut, dann habe ich noch ein Schlusswort an großes, großes Dankeschön, das muss ich hier loswerden, ein großes Dankeschön an die vielen, vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dazu beitragen, dass Gott hier erlebt werden kann, dass er in den Wohnzimmern erlebt werden kann durch unseren Livestream, dass Gottes Liebe hier erfahren werden kann. Wir arbeiten an einem genial großen Projekt, dass Gottes Liebe sich ausbreitet. Und das treibt uns an, auch uns zwei als Vollangestellte, dass wir sagen, es gibt nichts Besseres, als dass Menschen Gott kennenlernen und Jesus nachfolgen für sie selber und ihr Umfeld. Und daran arbeiten wir. Und wir haben so viele ehrenamtliche Mitarbeiter. Ein herzliches Dankeschön an euch alle, dass ihr euch so investiert für diese geniale Beziehungsarbeit untereinander und mit Gott. Schlusswort, Ende.
Liebe Familie, willkommen zum Input der Woche 59. Ein Bild der näheren Zukunft der Livi wird entstehen. Bleibt dran.